Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schattengespräch mit Chris. Mein heutiger Gast ist die liebe Ursula Mohr. Herzlichen Dank für dein Kommen, liebe Ursula. Schön, dass wir heute reden können. Sehr gern. Schönen guten Abend, Chris. Freut mich sehr. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ursula, du bist ja EDV-Obertop-Expertin. Du bist Kriseninterventionsexpertin und dann bist du noch die Männerberaterin. So haben wir uns ja eigentlich kennengelernt bei deiner Masterthesis, glaube ich, wo wir eben ein Interview geführt haben über diesen Männerkongress damals. Magst du ein bisschen was über dich erzählen, wie es so dazu gekommen ist, von der EDV-Expertin dann zur Männerberaterin? Ganz kurz nur, damit wir ein bisschen deinen Hergang kennenlernen. Also ich bin IT-Projektleiterin oder IT-Consultant, sagt man da. Ich habe 1988 als Softwareentwicklerin begonnen, einfach weil es mich interessiert hat. Das war damals für Frauen mehr als ungewöhnlich. Ich war 15 Jahre lang die einzige Frau weit und breit in der IT-Branche. Bin einfach dabei geblieben und habe dann immer schon eine riesengroße Leidenschaft für die Psychologie gehabt, immer schon. Ich habe einfach dann so 2015 herum dann beschlossen, einfach just for fun so eine Ausbildung zu dem Thema zu machen, damit ich ein Blatt Papier in der Hand haben würde, dass ich am Schluss nicht nur einen Abschluss als psychosoziale Beraterin, sondern auch dann ein Studium dazu quasi machen würde. Davon habe ich nie geahnt, geträumt. Und dass ich dann mich als die Männerberaterin bezeichnen würde, das hat sich ergeben und ist am Ende des Tages, hat auch was mit der IT-Branche natürlich zu tun, daher auch diese Funktion als Männerberaterin. Genau. Was hat dich denn da an der Psychologie schon am Anfang interessiert? Bei mir war es ja auch so, das einzige Fach in der Schule, wo ich wirklich aufgepasst habe, wo ich ohne Probleme Einser gehabt habe, war Psychologie und Philosophie. Was war bei dir, was dich an der Psychologie interessiert hat? Das ist eine gute Frage. Es hat eigentlich damit begonnen, bin erst danach drauf gekommen, dass die Menschen schon in der Unterstufe einfach immer mal zu mir gekommen sind und mich gefragt haben, boah, ich habe das und das Problem und können wir darüber reden und wie siehst du das und so, ohne dass da war ich damals 12, 14 Jahre. Ja. Das hat damals damit begonnen. Also diese Beratungstätigkeit war irgendwas, was irgendwie passiert ist. Ja, das hat sich, das, und dann habe ich einfach mit der Zeit, angesichts der Tatsache, dass mir die Leute immer gefragt haben, einfach angefangen, mich mit Körpersprache mal angefangen zu beschäftigen und einfach, mich hat es interessiert, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und da habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Und das hat mich dann richtig so hineingezogen und ich habe nicht mehr aufgehört damit. Aber ich kann da, warum, also es gibt aus meiner Sicht, es gibt keinen Bereich. In dem Moment, wo zwei Menschen einen Raum betreten, ist Psychologie voll im Gange. Es gibt nichts, wo eine Psychologie mitspielen würde, in dem Moment, wo ein Mensch dabei ist. Und das ist einfach faszinierend, so die Zusammenhänge nicht nur zu sehen, sondern auch zu verstehen. Und das ist, hat mich dann irgendwann fasziniert. Und ich finde es spannend, so EDV-Consultants, weil die Leute, die ich kenne, die programmieren oder in der Buchhaltung arbeiten, mein kleiner Bruder arbeitet sogar in der Buchhaltung, das sind normalerweise Menschen, die mit anderen Menschen nicht so viel zu tun haben wollen, also beruflich. Die ich halt kenne, sagen, bitte, ist okay, wenn wir reden, aber niemals würde ich irgendjemandem zuhören, weil ich habe meine Zahlen, auf die tippe ich ein und das ist für mich Sicherheit. Dieses Qua-Qua und das will ich nicht hören. Bei dir ist dann für beides eine Leidenschaft da, oder? Es hat sich als Softwareentwicklerin relativ schnell herausgestellt, es gibt da diese Projektleitungsrolle. Die hat sich ziemlich schnell kristallisiert, dass ich die kann. Ein Projektleiter tut eigentlich nichts anderes, als Menschen zusammenbringen, im richtigen Augenblick, damit sie zum richtigen Augenblick das Richtige tun, damit am Schluss das rauskommt, was der Kunde will. Mhm. Ein Projektleiter braucht vor allen Dingen menschliche Talente, psychologische und soziale Fähigkeiten.
Weil umso besser ein Projektleiter quasi mit Menschen umgehen kann, desto Team Spirit, Stichwort, desto besser werden gerade Krisen in Projekten und das sind vorprogrammiert, desto leichter kann er die gemeinsam mit diesen Menschen bewältigen. Und ein Projekt hat immer was mit Krisen zu tun, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und Projektleitung ist eigentlich ganz, hat ganz viel mit Psychologie zu tun und ich würde sagen, schon langsam bald mehr als mit der IT selbst. Ja? Weil es einfach darum geht, auch Menschen zur Zusammenarbeit zu bewegen, die vielleicht sie gar nicht verstehen, die sie gar nicht sympathisch sind. Also das ist ganz eine essentielle Basis, um diesen Job erfolgreich hinzubekommen. Ja, also vielen Dank nochmal für diesen Einblick. Aber jetzt geht es ja in dem Schattengespräch so um unsere eigenen Krisen. Weil ich bin Therapeut, du bist die Männerberaterin, auch psychologische Beraterin. Und da ist es immer ganz leicht oder relativ leicht, anderen Menschen zu leiten und zu führen. Viel schwieriger ist es, über eigene Themen zu reden. Und deshalb auch herzlichen Dank für deinen Mut. Wie war denn das bei dir so? Da gab es ja auch Situationen im beruflichen Kontext, wo es einmal in eine Krise gegangen ist. Wie kam es dazu? In meinem Fall kann ich sagen, dass die größte Krise meines Lebens, auch die, nicht nur die wichtigste war, sondern die Krise, die in meinem Leben diese Richtung gegeben hat, die es haben sollte. Und zwar, es war so, ich hatte 2014 einen sogenannten Burnout. Da muss ich gleich Burnout in dem Sinn, dass ich gar nicht so 8 Monate außer Gefecht gesetzt war. Das heißt, in diesen 8 Monaten habe ich eigentlich vor allen Dingen nur eins da geschlafen, geschlafen, geschlafen. Burnout, und das ist nur total wichtig, hat gar nichts aus meiner Sicht und aus auch meinen psychologischen Kenntnissen mit sogenannten schlechten Führungskräften oder schlechten, bösen Mitarbeitern zu tun. Die Ursache für einen Burnout liegt nur bei mir. Was heißt das? Ich hatte null, obwohl ich total im Außen selbstbewusst aufgetreten bin. Ich habe vor Dutzenden Menschen Vorträge gehalten und was auch immer in meiner Rolle. Aber ich selbst hatte keinen Wert. Das heißt, ich habe permanent versucht oder habe es getan, ich habe mir meinen Wert von außen geholt. Das heißt, ich habe permanent die Bestätigung von draußen gebraucht, wie gut ich bin, wie toll ich bin. Und die habe ich ja dauernd gekriegt. Ich war sehr erfolgreich in meinem Beruf. Wo hast du dann gemerkt, dass das nicht mehr funktioniert, dass diese Schere von Energie, die ich kriege, und was waren die ersten Anzeichen? Also, man merkt es als Letzter. So viel ist immer fix. Ja? Ich habe es als Letzte bemerkt. Es war dann so, dass ich irgendwann bemerkt habe, dass ich kaum mehr Gespräche führen kann, ohne dass ich nicht in Tränen ausbreche. Es ist immer öfter gewesen, dass ich dann im Büro aufs Klo gegangen bin und losgeheult habe und mir das Gesicht gewaschen habe, damit die Tränen rausgehen. Meine Kollegen haben schon lange gesehen, dass mein Limit hoffnungslos überschritten ist. Und ich habe das auch, ich habe ja um 6 Uhr morgens angefangen zu arbeiten und um Mitternacht aufgehört. Und dann ist mir irgendwann einmal gedacht, das kann irgendwie nicht mehr normal sein, dass ich permanent in Tränen ausbreche. Und dann ist Folgendes passiert. Und das war der Auslöser. Eines Tages sitze ich, es war der 28. Mai, glaube ich, 2014, sitze ich wieder mal im Zug, ich bin eine Südbahnpendlerin. Und es war so üblich, dass ich mir um 6 Uhr morgens in den Zug gesetzt habe, meinen Laptop aufgemacht habe, das geht in Zeiten wie diesen, und angefangen habe zu arbeiten. Irgendwann, nach Stunden, schaue ich von meinem Laptop auf, denke mir, warum fährt denn der Zug nicht? Ich schaue so rundherum, die Menschen waren alle so still, es war irgendwie komisch, die sind irgendwie mit der Bahnpass gestanden und es war taghell. So, dann haben wir auf die Uhr geschaut und festgestellt, es ist irgendwas 10 Uhr Vormittag. Das habe ich nicht mitbekommen. Und dann fängt, in dem Moment würde ich so anfangen und irgendwie mich wundert, dass die Menschen so ruhig sind rundherum und keiner Fragen stellt, was da los ist. Ich habe wirklich überhaupt irgendwie nicht mehr mitgekriegt, was da vor sich geht. Fängt der Zug an zum Rollen. Und in dem Moment, wo der anfängt zum Rollen, vor mir in Guntramsdorf, heißt der Station, glaube ich, sehe ich, wie Menschen einen Sargdeckel gerade zuschieben, so einen metallenen Sargdeckel.
und an den Dingen, die ich dort am Gleis gesehen habe, war mir klar, da hat jemand seinem Leben ein Ende gesetzt. Das heißt, es hat sich offenbar jemand von uns in den Zug geschmissen und ich habe es nicht mitgekriegt. Und dann ist ganz was Besonderes passiert. Zuerst habe ich mir gedacht, dem geht es leibend, der hat alles hinter sich. Das war der erste Gedanke. Und das Zweite, was passiert ist, ich habe das Gefühl gehabt, ich steige aus mir raus, neben mir der Platz war frei, ich setze mich neben mich hin, ich habe mir selber in die Augen geschaut und habe mir die Frage gestellt, wie lange soll das noch so weitergehen? So kann es nicht mehr weitergehen. Und dann bin ich in die Firma gefahren und habe nur mehr gehört, wirklich geheult, geheult, geheult und habe dann zu meinen Kollegen gleich wieder gesagt, ich fahre gleich wieder heim. Bin heimgefahren und am nächsten Tag bin ich dann zum Doktor gegangen, bin zu meinem Hausarzt gegangen, ich bin hineingegangen, habe mich hingesetzt, habe kein Wort über die Lippen gebracht, ich habe nur mehr losgeheult. Der hat gesagt, Sie brauchen gar nichts sagen, ich kenne mich aus. Und dann bin ich in den Krankenstand gegangen und dann war ein schwerer Burnout war die Diagnose. Wie lange hat denn das gedauert von den ersten Malen, wo du gemerkt hast, du fängst ohne Grund zu weinen an, bis zu diesem Ereignis, das du mir gerade erzählt hast? Circa. Das Tragische ist, ich habe das Gefühl, es war nicht lang. Also es muss, man verliert wenn man dann einfach von lauter Arbeit, ja, ich habe dann festgestellt, ich hatte keinerlei soziale Kontakte mehr, gar nichts mehr, also das war, ja, das, irgendwie verliert man den Kontakt zu sich selbst komplett. Und ich kann nur sagen, dass in den letzten ein, zwei Wochen war es heftig, aber an mehr kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Es war auch, wie diese Zeit war irgendwie danach, ich weiß nicht, ausgeblendet. Also sie ist mir nicht mehr in Erinnerung. Ja. Man verliert irgendwie komplett den Kontakt zu sich selbst. Komplett. Ja. Und gab es Leute, Freunde, Familie, die dir gesagt hätten, hey, Ursula, du musst ein bisschen schauen auf dich und die das ja von außen einfach schon dir gesagt haben? Ich ahne, dass selbst wenn sie es gesagt haben, dass ich es nicht gehört habe. Ahne ich, ja. Ziemlich sicher sogar. Ich kann mir wirklich nicht mehr, ziemlich sicher, ich weiß nicht, mein Teamleiter, der hat sicher versucht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht gehört habe. Ja, wenn man den Kontakt zu sich selbst verliert, ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß es auch. Aber es hat mir sicher mal keiner hergenommen und gesagt, sag einmal, also, ich ahne, ich habe es nicht gehört. Muss man wirklich sagen. Ja. Und was hat dich da wieder rausgeführt? Also soweit du dich noch erinnern kannst, was waren die Dinge, die dich wieder auf Spur gebracht haben? Ich habe eine ganz liebe Bekannte, die Therapeutin ist. Und die habe ich dann am nächsten Tag angerufen. Die ist mir sofort eingefallen. Die habe ich einfach angerufen und gesagt, so jetzt, was mache ich jetzt? Ich habe mir dann gesagt, dass ich Psychologin und bababam und der habe ich gleich mal einen Termin gemacht. Und dann habe ich schlichtweg mit meiner Therapie begonnen und habe einmal, wie gesagt, außer geschlafen, Therapie gemacht. Ich weiß, sonst glaube ich, habe ich nicht viel gemacht. Ich meine, wenn ich im Nachhinein denke, wie mein Kind das alles gemanagt hat, also ich habe komplett meine Erinnerung an diese Zeit, ist weg. Ich kann mich nur erinnern, dass ich tot, wortwörtlich müde war, unfassbar, also aufstehen war ein Horror, diese in der Früh aufwachen, nicht aufstehen können, ja, wie wenn die wer anbinden, der dann ins Bett. Ich habe sicher maximal das Notwendigste habe ich funktioniert, aber das war wirklich funktioniert. Wenn ich am Eins irgendwie, wenn ich in der Früh irgendwann aufgestanden bin, dann mein Kind versucht habe, das Notwendigste, habe ich gleich wieder hingelegt, habe weitergeschlafen. Wie alt war dein Kind damals zu der Zeit? Circa. Kind, 1996 geboren, die war 14, 18. 18, okay. Genau. Also ich war ein bisschen älter. Ja, super selbstständig, Gott sei Dank. Ja. Muss Gott sei Dank, weil wenn ich da, also meine Tochter ist extrem selbstständig gewesen, immer, und das ist das größte Geschenk in der Phase überhaupt gewesen.
Weil das, wenn du ein kleines Kind auch noch hast, dann weiß ich ganz genau, wie das geht. Ja, das war wirklich, und die war komplett selbstständig, hat zu Hause gewohnt, aber die war wirklich komplett selbstständig. Und die Therapie bei der Charlotte hat mir einfach am Ende des Tages geholfen, das Verhaltenstherapeutin. Und ich habe dann 2015, habe ich dann noch einen 6 Wochen langen Rust, auf Reha war ich, auf psychologische Reha in Rust. Und das war dann wirklich das Tüpfelchen am I, weil dort, das waren die wichtigsten 6 Wochen überhaupt, weil dann tut das zu meinem Thema, das Urthema, das ich hatte, und das ist da irgendwie ein ganz wichtiger Durchbruch passiert. Also in Summe Therapie, Therapie, Therapie. Und das war dann auch die Ursache, warum ich dann quasi so darüber nachgedacht habe, ob ich meinen Job an den Nagel hängen soll. Ja. Aber nachdem ich begriffen hatte, dass ich ja nicht weder Führungskraft noch Kollege, sonst irgendwer, weil ich habe tolle Kollegen gehabt, die irgendwer Verantwortung dafür gehabt hat, sondern nur ich alleine, habe gesagt, nein, ich gehe in den Job wieder zurück. Und das war auch eine gute Entscheidung. So, ich habe durch meinen Arbeitgeber damals die beste Unterstützung gekriegt, die man sich wünschen kann von einem Arbeitgeber. Das muss ich auch dazu sagen, ja. Und bin dann zurückgegangen in den Job und habe aber schon damals dann die Idee gehabt, dass ich zumindest so ein zweites Standbein mir entwickle. Und darum habe ich dann diese Ausbildung, diese psychologische, angefangen, wenn man denkt, okay, fangen wir mal Ich würde da an. noch kurz einhaken, nämlich bei dem, wo du gesagt hast, in diesen 6 Wochen in Rust, da gab es einen ganz einen wichtigen Durchbruch. Und weiß es nicht, wie persönlich das ist, ob man darüber reden kann, beziehungsweise was waren so die Dinge? Also, erstens würde mich interessieren, was überhaupt ein Thema für dich, dir Hilfe zu holen? Weil ich erlebe das, ich als Therapeut habe halt mehr Frauen als Männer. Und von den, sagen wir mal, 100% Männern, die kommen, kommen 60%, weil sie die Frauen schicken. Also Männer, das ist nur in uns drinnen, wir dürfen keine Hilfe von außen annehmen, wenn dann, weil es die Frau mit dem Nudelholz sagt, hol dir Hilfe. Ja, was für dich ein Thema, dir Hilfe zu holen? Weil du bist ja auch eine sehr starke Frau. Das war für mich keine Sekunde Zweifel, dass ich mir Hilfe hole. Ich muss ja dazu sagen, weil ich eben die Charlotte, mit Therapeutin, schon lange gekannt habe, sowieso nicht. Also die habe ich persönlich gekannt, und daher habe ich nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, dass ich mir dann nicht helfen lasse. Also das war klar, dass ich das alleine nicht einmal annähernd hinkriege. Also das war keine Sekunde Zweifel, dass ich das ohne Hilfe machen könnte. Nein, das war ganz klar. Aber das hat halt die Ursache an dieser Bekanntschaft, an dieser persönlichen gehabt, dass ich das sofort angerufen habe. Sofort, ja. Super, super, wenn man solche Menschen Nein, hat. Und das, wa was ja. waren jetzt so die Schritte in der Therapie, wenn Sie noch erinnern kannst? Vielleicht gibt es da ein, zwei so Dinge, wo du sagst, das ist es, wo ich sagen kann, an dem hat sich vieles verändert in meiner Wahrnehmung. Eines der wichtigsten Erkenntnisse in diesen therapeutischen Sitzungen und auch dann in Rust oder wo immer, war, ich kann heute sagen, ich kann mitreden, wenn es darum geht, wenn man sich als Opfer fühlt. Ja. Diese Opfertäter-Retter-Geschichte, ja, wo ich sage, der böse Vater, die böse Mutter, was auch immer, ich kann es eh sagen, weil mit meiner Mama habe ich dann eigentlich eh drüber geredet. Also ich war jemand, der sich immer als Opfer seiner Mutter gesehen hat. Und es war für mich durch diese Therapie, einfach durch Gespräche, bin ich dann draufgekommen, dass einfach mein Verhalten im wahrsten Sinne des Wortes der Auslöser für dieses Problem war. Und der wichtigste Punkt war, dass ich quasi in dieser Therapie und auch dann in Rust das Erwachsenwerden nachgeholt habe. Ja, ich habe mich bis dorthin noch immer Transaktionsanalyse, wir wissen, muss man, der Mensch ist, es gibt die Transaktionen in einer Beziehung. Ja? Also normalerweise habe zwei erwachsene Menschen unterhalten sich auf Augen- und Herzhöhe, sage ich immer. Und solange man ein Kind ist, ist man in einer Ebene unter den Eltern quasi. Die Eltern haben die Verantwortung für die Sicherheit und so weiter für das Kind. Bis das Kind erwachsen wird, dann übernimmt das Kind selbst die Verantwortung fürs eigene Leben. Und ich habe
ich bin quasi nie erwachsen geworden, sondern bin immer in dieser Kindrolle hängen geblieben und habe auch immer mich machtlos gefühlt im Sinn von ich bin die Arme und kann meiner Mutter quasi nicht widersprechen und ich traue mich nicht widersprechen oder was auch immer. Ja. Ich habe mich als Opfer gefühlt. Und das Wichtigste war, dass ich das überwunden habe, indem ich festgestellt habe, ich bin überhaupt kein Opfer und ich brauche keinen Retter, sondern ich bin verantwortlich für mein Leben. Und ich habe auch dann gelernt, quasi mich Widerstand zu leisten oder auch meine Grenzen zu setzen, Nein zu sagen oder sagen, Stopp, es ist zu viel. Also Grenzen setzen war eine ganz wichtige Geschichte. Und im Zuge dieser Therapie kann ich wirklich sagen, ich habe dieses Kind-Mutter-Ebene abgelegt und bin in die Erwachsene-Ebene gegangen. Und bin wirklich erwachsen worden. Und das hat unfassbar wehgetan. Also ich habe so viel geweint, habe ich vorher nie und werde auch nachher hoffentlich nicht nochmal so viel weinen wie in diesen 8 Monaten. Das war ein Wahnsinnsprozess. Also das war so ein Rust, war so der Durchbruch quasi, wo ich richtig gespürt habe, dass ich endlich erwachsen werde. Ja. Das hat einen Schmerz verursacht und einen Zorn und eine Wut auf mich und auf Gott und auf alles, auf die Welt. War unfassbar, aber das war der Knackpunkt, wie ich draufgekommen bin. Ich bin kein Opfer. Ich entscheide, ob ich mich wie ein Erwachsener verhalte und fühle. Ich habe die Verantwortung für mein Leben und sonst niemand. Und egal, es gibt niemanden, dem ich die Schuld quasi für mein Leid geben kann. Ich habe selber die Verantwortung dafür. Und wie ich das begriffen habe und angefangen habe, wie soll ich sagen, mein eigenes Leben zu steuern und zu führen, ja, das war die Erlösung für mich. Ich habe dann irgendwo so das Gefühl gehabt, das Gefühl, ich bin so, wie ich bin. Und wer mich nicht mag, der soll sich liebevoll umdrehen und sich bitte wenn anderen suchen. Es ist okay, man muss mich bitte nicht mögen. Ich mag auch nicht jeden. Das ist so beim Menschsein. Diese Erkenntnis verbunden mit dem Umsetzen in meinem Leben, dass wenn ich Ablehnung erlebt habe, dass ich sage, es ist okay, ich brauche nicht von jedem geliebt werden. Es gibt ein paar Menschen, die lieben mich, die lieben ich, mehr will ich und brauche ich gar nicht. Abgesehen davon, dass mein Kind so das, dieses Erkennen, dass es okay ist, wenn ich abgelehnt werde, das war eine Befreiung für mich. Und das hat für mich so derartig viel Wende gebracht im Leben, dass ich auch dann mit der Zeit eine enorme Gelassenheit entwickelt habe. Ja. Aber wenn Dinge passiert sind, ich habe das begriffen, was es heißt, jetzt, heute ist heute, ich lebe im Heute. Was gestern war, kann ich nicht mehr verändern. Ich kann es nur für mich als Lernfeld sehen. Was morgen ist, kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nur meine Energie verwenden, dass es vielleicht in die Richtung geht, die ich mir wünsche, aber garantieren kann ich es nicht. Ich habe dieses im Heute-Leben begriffen und das war für mich die Erlösung, weil ich habe eigentlich, es gibt für mich heute fast kein Problem mehr, was mich wirklich erschüttert. Und wenn es mich erschüttert, aufgrund meiner Ausbildung, war sie Mist. Jetzt hat mir wieder wer noch ein paar so Feldern getriggert, die einfach bei mir noch immer um dumm liegen und nicht aufgelöst und aufgearbeitet sind. Ja. Also ich habe eine Lebensfreude entwickelt dadurch, das kann man gar nicht beschreiben. Ja. Ja. Das ist das größte Geschenk gewesen. Darum bin ich auch ein Krisenfan, weil jede Krise bringt im Prinzip für jeden Menschen genau das, was er jetzt braucht, nämlich die Chance, sich weiterzuentwickeln, um noch mehr Lebensfreude zu finden. Das sieht man in der Krise natürlich nicht, aber hinten noch, wenn man das ja anschaut, ist das immer der Fall. Und daher bin ich heute auch ein Krisenfan. Darum bin ich in eine Krisendimension gegangen. Genau. Sehr, sehr schön. Und trotzdem bin ich mal neugierig, wie du das siehst. Also ich finde halt, wenn ich da im Führungskräftetrainingsbereich arbeite, dass ich es noch sehr oft erlebe, dass verschiedene Firmen einfach nicht interessiert sind, wirklich da in die Tiefe zu gehen, also diesen Prozess, den du durchlebt hast durch die Krise, zu sagen, okay, wir geben den Leuten, den Mitarbeitern die Zeit, sowas
zu gestalten in einem Prozess und das auszuleben. Es geht einfach um die Leistung. Es geht einfach, du sollst funktionieren. Und wenn einer nicht funktioniert, dann streng dich einfach nur an. Also so dieses alte Muster, raun's nicht, hackel und hackel mehr. Und wir erleben das immer wieder in verschiedenen Bereichen, wo ich halt mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeite, dass man dann sagt, ja, nicht zu tief. Also das ist da zu tief und wir sind da nur an der Oberfläche. Und ich denke, ja, aber die Themen sind halt in der Tiefe und in der Selbstverantwortung. Und da wird bewusst ganz oft nicht hingeschaut und einfach weggeschaut. Und deshalb ist es so schön, dass du da jetzt wirklich auch darüber berichtest, diesen Prozess, den du erlebt hast. Und mir finde es immer so mutig, wenn du halt über deine Themen sprichst, weil es genau darum geht. Also wir gehen halt ins Tal der Tränen, wir kommen in Selbstverantwortung, Abgrenzung. Und irgendwann mal sagen, da ist Schluss, das sind Menschen. Und es ist schon sehr menschenverachtend, wie manche Unternehmen, also nicht alle, aber manche Unternehmen wirklich ihre Mitarbeiter aussaugen. Die wissen genau, der arbeitet für 3-4 Jahre und dann ist er leer. Und sowas ist tragisch, meiner Meinung nach. Ja, es ist berechtigt. Es ist aus Sicht der Unternehmer ist logisch. Warum? Warum? Es ist völlig logisch. Wenn ich, Sie sehen ja nur, es geht um Macht. Und wenn ich über mich, hat eine Führungskraft vor meinem Burnout sicher jede Menge Macht gehabt, ja, weil ich nicht nachgesagt habe. Aber was der Ausfall dieses Mitarbeiters mit sich bringt, zum einen, das sehen Sie nicht. Was dadurch an Potenzial verloren geht, sehen Sie überhaupt nicht. Und das ist für das Unternehmen die Katastrophe. Sie verlieren, der Mitarbeiter, ich bin natürlich heute ein ganz anderer Mitarbeiter als vorher, weil ich setze Grenzen und ich sage Nein, wenn es reicht. Ja? Und das wollen natürlich viele Führungskräfte nicht, weil heute Führung, Unterschied zwischen Führung und Leadership, Führung hat was mit Macht zu tun, Leadership hat etwas mit Begegnung auf Augenhöhe und Herzhöhe zu tun. Und Führung ist heute noch immer mit viel Macht verbunden. Die Angst, dass der nicht unter meiner Kontrolle ist und daher wollen sie nicht in die Tiefe gehen, weil dann könnte ja der Mitarbeiter so wie ich quasi der Kontrolleur über sein eigenes Leben werden und Widerstand leisten. Aber was dadurch Potenzial verloren geht, das quasi in der Firma genutzt werden könnte zum Wohle eines Unternehmens, das ist unmessbar und ein Drama für jede Firma. Ich kann nur sagen, ich als Führungskraft habe intuitiv immer die Menschen ich habe immer einen tollen Teamgeist gehabt und die Menschen, und darum waren meine Projekte immer so erfolgreich, aber nicht, weil ich erfolgreich war, sondern die Menschen, weil wir so gern zusammengearbeitet haben. Ich habe das intuitiv gemacht. Das heißt, mir war der Mensch das Wichtigste und wenn es dem schlecht gegangen ist, bin ich als Erster hergegangen in der Früh und gesagt, geh mal auf die Seiten, was ist los? Erzähl mir, was ist dein Problem? Und dann, als ich dieses Übel von der Seele geredet hatte, dann haben wir miteinander kackelt wie die Ansa. Und zwar hat der gesagt, darf ich bitte beim nächsten Projekt der wieder mit dir mitarbeiten. Ja? Da sind Leute gekommen, die gesagt, ich habe in der Firma vor 5 Jahren habe ich die als junge Projektleiterin die Mitarbeiter gekriegt, die sogenannten Obizarer waren. Bei mir hat kein einziger Obizar, im Gegenteil. Mhm. Ja? Warum? Weil wenn es ihm schlecht gegangen ist, habe ich nochmal gefragt, was ist los? Und der hat sich mal das von der Seele geredet. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat gesagt, ich komme so gern zu dir, weil bei dir wird immer gelacht. So, was heißt das? Die haben sich bei mir wirklich ins Zeug gelegt, ohne dass ich einmal was sagen habe müssen. Ich habe allerdings erst dann irgendwann viel später begriffen, was die Ursache war. Das heißt, was da Potenzial verloren geht, das ist nicht messbar. Und daher ist es so schwer, das in die Köpfe reinzukriegen. Aber der Potenzialverlust ist gerade für ein Unternehmen, insbesondere in Krisenzeiten. Die Loyalität der Mitarbeiter ist der richtige, ist der Messwert, der die Qualität einer Führungskraft darstellt. Und die Loyalität ist golden in einem Unternehmen. Wenn die nicht da ist, ist ein Unternehmen langfristig zum Scheitern verurteilt. Und diese Loyalität ist die Folge einer guten Führungskraft. Und die wäre gerade in Krisenzeiten, Corona und so, bin überzeugt, dass viele Firmen vielleicht, wenn sie ehrlich sind, erkennen, dass diese Loyalität eine ganz andere sein könnte der Mitarbeiter. Und vielleicht ist der eine oder andere draufgekommen, dass eine Führungskraft die Folge ist von einer fehlenden Loyalität der Mitarbeiter. Loyalität ist die Folge von einem Leadership, von einer guten Führungskraft. Und die ist unbezahlbar, gerade
in Krisenzeiten. Das ist durch Und nichts da entgegen. wird man's, sieht man es jetzt dann ja auch, also zum Beispiel im Pflegebereich, wo Genau. einfach jetzt die ganzen Krankenschwestern weggehen, weil sie Genau. einfach sagen, ich werde hier nicht gut Behandelt. bezahlt, ich werde nicht gut behandelt, es gibt Genau. keine Loyalität, du wirst einfach nur ausgepresst. Und Krisen bringen dann auch diesen Change und ich bin sicher, dass der kommt, dass einfach das Potenzial Mensch wichtiger wird und einfach gute Mitarbeiter weggehen, weil sie sagen, in diesen Firmen werde ich einfach nur ausgenutzt und da gehe ich dorthin, wo ich halt nicht nur mehr bezahlt bekomme, sondern einfach, wo ich wertgeschätzt werde. Und ich denke, das ist langfristig ein guter Prozess, der aber leider halt diese Krisen braucht, damit wir nicht nur verstehen, wir brauchen nur mehr Computer, wir brauchen Menschen, um gute Leistungen auch zu vollbringen am Ende des Tages. Aber wenn jetzt jemand sagt, boah, mir taugt diese Ursula Mohr, die hat einfach Feuer, die hat Esprit und ich habe gehört, die ist auch Männerberaterin und möchte mit dir mal arbeiten oder bietet sie da Workshops an. Wie kann man dich erreichen? Was machst du? Was für Services bietest du in dem Bereich jetzt an? Momentan ist es in Wahrheit so, wenn man es businessmäßig betrachtet, dass ich das eigentlich ein bisschen zur Seite gelegt habe. Das heißt, ich bin momentan Vollzeit-IT-Consultant. Aber also ich selbstständig war ich eine Zeit lang und habe aber dann, wie gesagt, bin ich aufgrund von Corona ist diese Selbstständigkeit komplett den Bach hinuntergegangen, weil einfach das ich nicht arbeiten durfte und bla 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 und so. Und bin jetzt momentan Vollzeitmitarbeiter, aber es ist so, dass ich das bald wieder quasi auch offiziell als Männerberaterin arbeiten werde. Und daher soll er mich einfach anrufen und dann reden wir uns einfach zusammen. Weil, ja, genau, ich hatte eine Praxis in Wien und die werde ich vermutlich wieder aktivieren. Aber es steht eh wieder da, weil es ist jetzt wieder so, dass die Menschen wieder kommen. Und daher wird es so sein, dass ich dann wieder in Wien meine Praxis machen werde. Er soll mich einfach anrufen und dann finden wir uns schon zusammen. Genau so ist Du bist ja auch in mehreren Projekten dabei. Also gibt es einen Männerkongress, den du genau. mitveranstaltest. Da gibt es andere Projekt Together, wo du dabei bist. Also auch wenn du nichts machst, bist du ja trotzdem der Hans Dampf in allen Gassen. Was sind das für Projekte? Das sind am Ende des Tages Projekte, die mir wirklich am Herzen liegen. Bei Together ist ein Verein, wo Männer für Frauen und Frauen für Männer sprechen. Das heißt, wo ein sogenanntes Crossover. Und ich bin, glaube ich, es gibt in Österreich nicht viele Frauen, die für Männer sprechen, nicht weil sie so arm sind und weil sie unsere Unterstützung brauchen, sondern weil ich der Meinung bin, dass auch dieses Füreinander sprechen uns mehr zusammenwachsen lässt und nicht die Kluft noch größer macht, sondern uns eben mehr zusammenwachsen lässt. Die Kluft zwischen Mann und Frau ist eh groß genug. Und nur so dieses Füreinander sprechen heißt auch für den anderen sich einfühlen können in seine Situation. Als Männerberaterin kann ich das natürlich. Ja. Das heißt, es ist immer so ein Anliegen, dass wir die anderen verstehen und füreinander sprechen, weil dann, glaube ich, diese Kluft kleiner werden. Und nachdem ich das immer schon gemacht habe, bin ich zu Together dazugekommen, weil die haben genau dieses Thema zum Motto, also Frauen für Männer, Women for Men, Men for Women. Das ist die eine Ursache. Und da gibt es einmal im Jahr ein Symposium, muss ein Speaker auftreten, und da bin ich im Vorstand ehrenamtlich. Das mache ich alles ehrenamtlich übrigens. Das ist das eine. Und das andere ist der Männerkongress in Klagenfurt, mache ich auch ehrenamtlich. Da darf ich heuer erstmalig als Speakerin auftreten. Es ist ein großer Traum, geht in Erfüllung, gemeinsam mit meinem Freund Werner Secker, wo ich über Männer, Herz in Not wird das heißen, wo ich eben auch über Männer spreche und über die aktuelle Situation von Männern, um auch darauf aufmerksam zu machen. Es werden in diesem Land Millionen von Frauenförderprojekten ausgegeben, was wunderbar ist. Gottes Willen, nicht falsch verstehen, das ist wichtig. Aber wenn man für ein Männerprojekt irgendwie was tun will, kriegt man 0 Cent Förderung. Ich finde das sehr, sehr traurig, weil man sieht an den Vorfällen, die da passieren, verstärkt an den Gewaltvorfällen,
und auch an diesen, überhaupt durch Corona, die steigende Gewalt, die extreme Ansteigung der Suizidrate bei Männern, dass dringend auch etwas für die Psyche der Männer getan werden muss. Und da gibt es in diesem Lande noch immer kein Augenmerk. Und daher versuche ich eben mich stark zu machen, dass man endlich auch bei jungen Burschen schon in der Schule und so weiter mit Themen anfangen muss, einer die Angst vor Hilfe in Anspruch nehmen muss. Ich bin ganz begeistert, Pizzeria und Jaus haben ein Lied rausgebracht, der kleine Indianer, wo sie sagen, ein Mann, der keinen Schmerz kennt, der hat kein Herz nicht. Ja? Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und sie singen darüber, dass quasi auch ein Mann eine Beratung und eine Therapie in Anspruch nehmen soll, weil das so wichtig ist und dass das kein Schand ist, sondern wichtig ist. Und das ist etwas, was noch immer nicht modern ist. Und dafür setze ich mich schlichtweg ein, dass es endlich gehört wird, dass nicht nur Männer selbst sagen, ja, ich nehme Hilfe in Anspruch, weil ich ja selbst weiß, wie wertvoll das ist, wenn man sie helfen lässt. Ich weiß das ja. Ja. Und ja. Bei Frauen ist es selbstverständlich und Männer noch immer nicht. Und dafür kämpfe ich, dass sie zum Wohle aller, weil jeder Mann, der sie in seiner Krise, in seiner psychischen Krise helfen lässt, verursacht Gutes, nicht nur für ihn, sondern auch vor allen Dingen für seine Kinder und seine Familie. Das heißt, das hat ja nicht nur für einen Sinn, sondern für die komplette Gesellschaft. Die hätten ganz viele Probleme vermutlich nicht in dem Ausmaß, wann das auch endlich modern werden würde, dass ein Mann sagt, ja, natürlich lassen wir helfen, wenn ich gerade in einer psychischen Krise stecke. Und dafür möchte ich mich einfach stark machen. Darum bin ich auch bei diesem Männerkongress auch ehrenamtlich als Speaker, weil ich einfach mich dafür einsetzen möchte. Und ich weiß, dass einige oder viele Männer auch sich leichter tun, zu einer Frau zu gehen zum Beispiel. Das ist auch spannend. Also bei meinen Klienten war es so naturgemäß, ja, weil er einfach, da braucht er nicht stark sein. Ja. Da kann er einfach, Männer sagen bei mir, sie können einfach so sein, wie sie sind. Ja. Sie haben ihre Angstbarrieren, werden da abgelegt. Und daher würde man wünschen, dass es in 10 Jahren ganz viele Männerberaterinnen in Österreich gibt, die das auch laut sagen. Es gibt halt viele Frauen in dem Bereich, die da arbeiten, Gottes Willen, ganz, ganz, ganz viele. Aber die Therapie, weil in Therapie bist du eigentlich schon im Krankenbereich. Wir arbeiten ja nur mit gesunden Menschen. Das heißt, ich arbeite nur mit gesunden Menschen in Lebenskrisen. Ja. Ihr Therapeuten arbeitet ja mit Menschen, wenn sie schon krank sind. Wir arbeiten mit gesunden Menschen, bevor sie krank werden. Und optimalerweise, das ist ja der Sinn unserer Arbeit, damit sie gar nicht krank werden. Das ist der Sinn unserer Arbeit. Ja. Und daher ist es, ich wünsche mir viele Männerberaterinnen in Österreich. Das wäre ganz, ganz wichtig für uns alle, vor allen Dingen für die Kinder. Genau. Liebe Ursa, vielen Dank für diesen Wunsch. Also ich werde ihn unterstützen und nach außen tragen. Danke für deine ehrenamtliche Unterstützung in den Projekten. Falls du, lieber Zuhörer, heute da Interesse bekommen hast und neugierig geworden bist, ich werde die Informationen zu Together, zu dem Männerkongress in Kärnten und auch zu Kontaktadressen von der Ursula Mohr im Beitrag von Schattengespräch mit Chris beifügen. Liebe Ursula, schönen Abend noch. Herzlichen Dank für das Interview. Vielen, vielen Dank, Chris. Es war mir eine große Herzensfreude, wie immer, wenn ich mit dir Gespräche führe. Danke. Vielen Dank. Und schönen Abend noch. Wir verabschieden uns. Schönen Abend noch. Ciao. Servus. Baba.